Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ich habe die Premierenfunktion bei YouTube entdeckt. Und das hier soll jetzt meine erste Premiere sein, weil ich habe etwas anzukündigen. Ich habe ganz viele Veränderungen und das zeige ich euch gleich mal. Ich würde euch gerne die Premiere-Funktion von YouTube erklären, so zumindest wie ich es verstanden habe. Und zwar ist es so, dass ich jetzt schon, also offline quasi, ein Video aufnehme, dieses dann bei YouTube hochlade mit der Premiere-Funktion. Meine Abonnenten bekommen dann eine entsprechende Information, dass eine Premiere geplant ist mit Datum und Uhrzeit. Und ich glaube, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde, bevor die Premiere dann tatsächlich online geht, bekommt man dann nochmal eine Information. Dieses Video nehme ich jetzt schon auf, also 3 Tage vorher. Und wenn die Premiere dann startet, das wird am 1. November sein, dann kann man während dieser Premiere online mit den Leuten, die sich das dann anschauen, chatten. Ich bin dann um 18 Uhr, so habe ich das eingestellt, 1. November 18 Uhr, das sollte jetzt so ungefähr um diese Uhrzeit sein, werde ich dann im Chat da sein und werde euch Fragen beantworten können zu dem Video. Dieses Video ist ein kleines bisschen umfangreich. Ich werde versuchen, das so knapp wie möglich zu halten. Aber ich bin sehr gespannt, wie diese Premierenfunktion funktioniert und ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle oder ob das irgendwie totaler Murks ist und das braucht kein Mensch. Aber wenn man es sich ausprobiert hat, wird man es nie feststellen. Von daher dieser Test jetzt einmal. Ich würde sagen, ich drehe jetzt gleich die Kamera und stelle euch die Sachen vor, die ab November bei mir auf dem Kanal neu laufen werden. Ich habe mich ein bisschen neu organisiert, ich werde ein paar Veränderungen machen, es gibt ein paar Neuerungen und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache, um euch das vorzustellen, damit ihr ja einmal eine umfassende Information darüber habt. Mir fehlen gerade die Worte. Okay, dann drehe ich jetzt mal die Kamera und stelle euch das alles vor. Dann legen wir doch mal los. Normalerweise ist es so, dass ich jede Woche ein neues Video auf meinem Kanal veröffentliche, dazu immer die Anleitungen schreibe, die auf meiner Homepage zur Verfügung stehen. Und wenn irgendwie was Aktuelles ist oder so, mache ich noch ein Infothek-Video zu Aktionen oder wie auch immer. Jetzt habe ich im Oktober ganz viel gesessen, mir Gedanken gemacht, kann ich irgendwas verändern, kann ich das mal neu machen? Mein Kanal existiert jetzt seit fast 4 Jahren und es sollte doch mal was Neues kommen. Mir war auch nach was Neuem. Ich habe ganz viel mit meinem Mann diskutiert. Wir haben fürchterlich viel in unser Kritzelbuch geschrieben, haben das alles sehr viel sacken lassen und sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir was richtig, also wir finden was richtig Tolles, entwickelt, uns überlegt und das möchte ich euch vorstellen. Es wird zukünftig immer bestimmte Dinge im Monat geben. Und zwar, als erstes Mal, ich mag Abkürzungen. es wird monatlich, immer in der ersten Woche, eine Muff geben. Wir haben uns köstlich darüber amüsiert, über unsere Muff. Die Muff ist eine Monatsumfrage. Ich habe das schon mal gemacht, ich habe euch Projekte vorgestellt und bei YouTube gibt es eine Umfragefunktion. Und das fand ich total super, weil ich kann euch mit einbinden in das, was ich tue oder tun werde vielmehr. Und so wird es jetzt zukünftig jeden Monat eine Monatsumfrage immer in der ersten Woche geben. Das sind immer Projekte, die ich vor, also nicht immer Projekte, das sind manchmal Produkte, Produktreihen, Projekte, alles, was mir so einfällt, in einer etwas größeren Zahl, 5 bis 6.
Und ihr wählt dann 2 bis 3, das kann auch variieren von Monat zu Monat, aus, die ich euch vorstellen soll. Das wird über eine Umfrage laufen. Die wird, wie gesagt, immer in der ersten Woche des Monats stattfinden. Das heißt, die erste Muff, ich finde das so witzig, aber gut, Entschuldigung. Die erste Muff wird in dieser Woche kommen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann ich das schaffe, aber auf jeden Fall noch in dieser Woche, immer in der ersten Woche des Monats. Und ich zeige euch mal die Muff für diesen Monat. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier 6 Stempelsets, die sich alle um Weihnachten drehen. Die sind aus dem Jahreshauptkatalog und aus dem Herbst-Winterkatalog. Diese 6 werde ich euch dann etwas genauer vorstellen. Und in dieser monatlichen Muff geht es darum, ihr wählt 3 mit eurer Umfrage, mit der Abgabe eurer Stimme, wählt ihr 3 aus, die ihr gerne sehen mögt. Und dazu überlege ich mir dann entsprechende Projekte. Ich weiß im Moment noch nicht, was das wird, ob das Karten werden, ob das Verpackungen werden, das kann ich noch nicht sagen. Tatsächlich, ich habe nichts vorbereitet. Das Einzige, was ich vorbereitet habe, sind diese 6 Stempelsets, diese 6 Produkte. Und dazu überlege ich mir dann was. Die 3, die ihr auswählt, da kommt dann jede Woche ein Projekt von. Das ist die Muff, die Monatsumfrage. Dann gibt es etwas Neues, das habe ich schon mal gemacht, aber super, super unregelmäßig, nämlich meine Themenwochen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe mal eine Taschenwoche gemacht, ich habe eine Kartenformatwoche gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das kam unglaublich gut bei euch an. Das werde ich jetzt aufnehmen. Ich kann nicht versprechen, dass ich das jeden Monat schaffe. Ich versuche das aber. Die Themenwoche in diesem Monat wird vom 12. bis 16. November laufen. Und diese Themenwoche dreht sich rund um das Novemberangebot Flockengestöber. Diese beiden Stempelsets sind da mit drin. Die Framelits habe ich gerade in Arbeit, aber das sind die Framelits Flockengestöber und die Accessoires gehören dazu und das Samtpapier. Dazu werde ich eine Woche 5 Projekte machen, das heißt eine Woche lang jeden Tag ein Projekt. Die habe ich schon vorbereitet, die zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Das ist etwas, was ich schon vorbereitet habe und seid gespannt, dieses Set ist unglaublich schön. Ich habe da schon was mit vorgestellt und ich bin da total von begeistert und habe echt meine Schwierigkeiten, das beiseite zu legen. Ich stelle euch da also 5 Projekte noch mit vor und ich habe auf meiner Homepage, das kann ich hier gleich nochmal eben sagen, auch Produktpakete dazu geschnürt, die bislang in der Vorbestellung schon sehr gut angekommen sind, da Stampin' Up! Leider keine Produktpakete geschnürt hat. Habe ich das für meine Kunden und auch meine Neukunden dann sehr gerne gemacht. Schaut doch einfach mal nach. So, das ist die Themenwoche. Dann habe ich mir noch etwas überlegt. Und zwar habe ich das nach langer Diskussion mit meinem Mann SketchUp genannt. SketchUp kennt ihr vielleicht, die Älteren unter euch zumindest. SketchUp war eigentlich eine Sketch-Serie. Wir kennen Sketche als Entwurf. Wir kennen Sketchbooks, Entwurfsbücher. Ich habe mir ein Sketchbook angelegt und werde immer einen Sketch mit euch machen. Das heißt, ich stelle einen Sketch vor. Ein Sketch ist ein Kartenentwurf, wie man etwas anordnen kann. Und daraufhin werde ich immer 2 oder 3 Karten mit euch machen. Da geht es beim SketchUp, geht es wirklich rein um Karten. Das mache ich einmal monatlich. Je nachdem, wo es gerade reinpasst, Anfang, Mitte, Ende des Monats mal gucken. Und jeden Monat gibt es einen neuen Sketch und jeden Monat gibt es dann zu dem neuen Sketch 2 oder 3 Karten, je nachdem, wie ich dann auch Zeit habe. Kurzer Sneak Peek, sag ich mal. Der SketchUp jetzt, hier steht nämlich schon SketchUp drauf, da mache ich mit der Weihnachtswerkstatt 3 Karten mit euch oder für euch vielmehr. Dann haben wir aus der Idee heraus, im letzten Jahr war ich im November und Dezember, Oktober, November, Dezember ja wirklich sehr, sehr lange krank mit einer wirklich, wirklich fiesen Grippe.
Und hatte 6 Wochen keine Stimme. Und in der Zeit hat mein Mann ja so ein bisschen meinen Job übernommen, was er ganz großartig gemacht hat. Hat Vertretungsvideos gemacht und daraus ist dann die Idee entstanden zu unserem Schulte hoch 2. Da haben wir ein Video gedreht, fanden das eigentlich auch total klasse und dann ist das wieder im Sande verlaufen. 1000 andere Dinge. Wir beide fanden das aber wirklich ganz klasse. Wir arbeiten super gerne zusammen und so lassen wir Schulte hoch 2 wieder aufleben. Schulte hoch 2, dazu muss ich mal eben gerade aufstehen. Ich zeige euch mal unser Büchlein. Das ist unser Büchlein, da mein Mann wollte unbedingt das güldene Buch, natürlich. In unserem Schulte hoch 2 gibt es 2 unterschiedliche Dinge. Und zwar wird mein Mann, der ja, vielleicht wissen das einige von euch, weil ich das immer mal wieder sage und immer mal wieder was zeige. Mein Mann ist unfassbar kreativ, er zeichnet sehr, sehr gut, er ist ein Comiczeichner. Und im Laufe der letzten über 20 Jahre, die wir schon zusammen sind, habe ich schon wundervolle Dinge von ihm gezeichnet bekommen. Und er bastelt aber auch nicht so wie wir mit Karten und Verpackungen im eigentlichen Sinne, sondern er bastelt ganz unterschiedliche Sachen, ganz viel mit Pop-Up-Geschichten und so. Und ja, daraus ist die Idee entstanden, dass mein Mann sich Projekte überlegt. Wir versuchen, die dann zusammen umzusetzen. Kann ich euch hier schon was zeigen? Ja, das ist so, dass die ersten Zeichnungen, sage ich mal, die da eventuell bei rauskommen werden. Wir werden versuchen, einmal im Monat so eine Projektidee meines Mannes umzusetzen. Das Video machen wir dann gemeinsam. Und dabei ist mir dann aufgegangen, als wir da so drüber gesprochen haben, dass mein Mann zwar natürlich zeichnen und basteln kann, ein unglaublich gutes Gespür für Farben beispielsweise hat, aber mit Stampin' Up! Produkten kennt er sich nicht so richtig gut aus. Er weiß ganz viele Produktnamen, er weiß, wofür man die Produkte benutzt, er hat es aber noch nie benutzt. Und weil das so ist, habe ich gesagt, weißt du was? Wenn wir schon Schulte hoch 2 machen, dann machen wir doch auch sowas, wo du auch noch ein bisschen was mit lernst, mit den Produkten, die ich auch benutze. Haben dann lange überlegt, ich gebe den Kindern ja immer sehr gerne Namen. Und innerhalb unseres Schulte hoch 2 wird es dann eine Serie geben, Mein Mann kann. Und innerhalb dieser Serie Mein Mann kann, werden wir uns immer wieder unterschiedlicher Dinge annehmen. Mein Mann ist in ganz vielen Dingen ein absoluter Anfänger. Er weiß nicht so genau, wie benutze ich Stempel, wie benutze ich Stempelkissen, wie geht das mit dem Papierschneider, bis hin zu Techniken natürlich, wie benutzt man die Big Shot richtig oder wie geht Embossing oder wie mache ich einen Hintergrund oder also wirklich solche Sachen, da hat er null Ahnung von. Aber mein Mann ist sehr lernfähig und deswegen mein Mann kann. Wollen wir doch mal sehen, was der alles so lernen kann. Ich freue mich da riesig drauf. Ich finde das total toll, dass mein Mann sich dazu bereit erklärt hat, das mit mir zu machen. Und ich schwöre euch, ich werde da einen Riesenspaß bei haben. Das ist Schulte hoch 2. Natürlich wird es auch zukünftig neben diesen ganzen unterschiedlichen Projekten und was wir da so machen oder auch was ich alleine mache, immer wieder Infothek-Videos geben, weil je nachdem, was gerade los ist, ob das Aktionen sind, ob wir ein Teamtreffen hatten, ob wir ein Event wie das Onstage hatten, ob ich irgendwo Swaps bekommen habe, ob es eine Verlosung gibt oder ähnliches, das wird immer unter Infothek laufen. Eine Sache habe ich noch, nämlich der Punkt, was gibt es denn sonst noch so zu entdecken? Ich habe ja nicht nur als Stampin' Up! Demonstratorin diesen YouTube-Kanal, sondern ich füttere auch Facebook-Gruppen, ich habe meine Homepage, es gibt beispielsweise auch einen monatlichen Kunden-Newsletter. Und um euch das ein kleines bisschen näher zu bringen, spiele ich euch jetzt mal eine Bildschirmpräsentation ein, die ich aufgenommen habe. Bitte entschuldigt, ich habe das mit einem externen Mikrofon gemacht und die Qualität ist nicht so gut wie hier jetzt mit meiner Kamera, aber ich habe es getestet und man kann mich verstehen, wenn ich auch etwas dumpfer klinge. Es funktioniert recht gut und informiert euch doch ganz kurz darüber, das ist ein relativ kurzes Video und dann bin ich gleich wieder da.
So, dann zeige ich euch doch mal, was es denn noch so gibt. Also nach wie vor und das schon ziemlich lange gibt es meine Facebook-Gruppe. Die sieht so aus. Ich hoffe, ihr seht die Maus. In dieser Facebook-Gruppe sind im Moment fast 2500 Leute drin. Das ist eine Gruppe, die, ja, wie soll ich sagen, eine Plattform bildet und eigentlich nicht mehr. Eine Plattform, ich zeige euch das gerade mal eben, wo einfach Leute ihre Projekte posten, wo sie dann auch, wie hier beispielsweise, ein YouTube-Video, wo sie es her haben, mitposten. Genau das ist die Plattform, wofür sie da ist, damit man einer etwas breiteren Masse, ich denke 2500 Leute ist schon eine breite Masse, einfach seine Projekte mal zeigen kann, ohne dass man selbst irgendwelche Videos oder sonst irgendwas machen muss. Diese Gruppe, muss ich euch sagen, ist extrem harmonisch. Es wird viel ausgetauscht, es wird viel geholfen, es wird viel gezeigt und ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Und die Mitglieder da drin sind wirklich super klasse und das funktioniert ganz hervorragend. Dann gibt es eine zweite Facebook-Gruppe und zwar meine Challenge-Gruppe. Hier sind im Moment, wie ihr seht, fast 600 Personen drin. Diese Challenge-Gruppe oder diese Challenge mache ich nach wie vor jeden Monat. Jeden Monat gibt es ein neues Thema. Das Thema jetzt im November war Halloween, weil am 31. haben wir ja Halloween gehabt. Und zu diesem Halloween oder zu diesem Projekt, nicht nur zu Halloween, zu diesem Projekt werden dann hier Sachen gepostet, Projekte gepostet. Wie ihr seht, ist hier in dem Bild, die gepostet wäre oder in den Bildern, die gepostet werden, immer der Name mit drin. Das ist ganz wichtig, weil diese Bilder nachher, wenn ausgelost wurde und das neue Thema feststeht, auf meiner Homepage gepostet werden, sodass alle sie sehen können und nicht nur die Leute, die in der Gruppe sind. Aber hier habt ihr dann die Möglichkeit, jeden Monat ein neues Thema nach einem neuen Thema zu basteln und dann auch etwas zu gewinnen. Ich verlose nämlich jeden Monat etwas. Was haben wir noch? Meine Homepage. Auf meiner Homepage, die sieht so aus. Bekannte Adresse www.die-papiertante-nf.de. Auf meiner Homepage findet ihr dann immer die auf der Frontseite, hier auf der Home-Seite, hier ist das weiß hinterlegt, immer ja, die neuesten Sachen, Angebote, Informationen, was gerade so los ist. Hier findet ihr aber auch Informationen und Berichte, wie hier zum Beispiel mein Bericht vom Mega-Workshop aus September. Ihr findet aber auch, was im Moment auch noch aktuell ist. Immer wenn ich einen Flohmarkt mache, ich als Demonstratorin habe natürlich immer auch mal Produkte, die etwas älter sind. Und ja, ich kann nicht alles behalten bei dem ganzen Kram, was ich alles so habe. Und deswegen mache ich immer mal einen Flohmarkt. Und aktuell ist dieser Flohmarkt auch noch auf meiner Homepage zu finden. Und ja. Nochmal Thema Challenge ganz kurz unter Infos und Challenges, um da nochmal eben kurz drauf einzugehen, das zeige ich euch gerade nochmal. Seht ihr immer die aktuelle Challenge oben? Bis wann eingesendet werden kann, wie man teilnehmen kann. Und darunter, das hier ist die Challenge jetzt beispielsweise aus September. Das ist das Gewinnerprojekt und wenn man hier auf alle Bilder klickt, das zeige ich euch gerade nochmal, findet man dann darunter eine Bildergalerie mit allen Projekten, die für den jeweiligen Monat eingesendet wurden. Und wie ihr seht, überall sind hier so kleine Zettelchen dran und das ist immer ganz wichtig, weil ja, Urheberrecht und naja, DSGVO lässt grüßen, das ist so eine Sache. Wenn ihr euch eine Sache übrigens noch auf meiner Homepage, wenn ihr von mir meinen monatlichen Newsletter haben wollt, den ich auch immer rausschicke, dann könnt ihr hier auf meiner Homepage in diesem Bereich, in diesem purpur hinterlegten Bereich Newsletter abonnieren, eure Daten eingeben, euch anmelden, dann bekommt ihr noch einmal eine E-Mail von mir, automatisch allerdings, wo ihr noch einmal bestätigen müsst, dass ihr wirklich den Newsletter auch selbst beantragt oder abonniert habt und den auch tatsächlich erhalten möchtet. Auch da lässt wieder die DSGVO grüßen. Sowas nennt man Double Opt-in.
Und es muss immer ein zweites Mal bestätigt werden, dass man das wirklich auch selbst getan hat und wirklich machen möchte. Ja, und das ist, was ich noch so mache. Hier findet ihr zum Beispiel auch meine Anleitung. Das heißt, immer wenn ich ein neues Projekt habe, das ist jetzt das letzte vom One Sheet Wonder, findet ihr hier das Projekt. Und wenn ihr auf Weiterlesen geht, dann kommt ihr auf die Seite, wo jetzt beispielsweise hier eine Vorlage liegt. Ihr findet hier immer die Maße in Inch und auch in Zentimeter. Jetzt bei diesem hier habe ich, das ist ein One Sheet Wonder, die ganzen einzelnen Karten nochmal. Hier findet ihr das Video, die Produkte, die ich verwendet habe. Und ganz wichtig, das hat mir mein Web-Thomas eingebaut. Hier unten ist ein Druckersymbol, Anleitung drucken. Das heißt, ihr könnt euch über diesen Button Anleitungen drucken, immer ganz einfach hier den Text ausdrucken und habt dann gleich die Maße vorliegen. Es gibt noch ein bisschen mehr auf meiner Seite zu entdecken natürlich, das könnt ihr auch sehr gerne tun. Das war jetzt aber eigentlich nur das, was ich euch noch zeigen wollte, was ich denn noch so im Monat immer mache, weil diese, die Homepage will natürlich auch immer gepflegt werden und möglichst aktuell gehalten werden. So, dann habt ihr auch mal gesehen, was außerhalb meines YouTube-Kanals noch so passiert. Ich würde mich freuen, wenn die Facebook-Gruppe, diese Plattform-Gruppe weiter wächst, sich mehr Leute austauschen und noch mehr von dieser Gruppe profitieren können und sich inspirieren lassen können. Ich würde mich auch freuen, wenn wieder neue Leute an der Challenge teilnehmen würden. Das ist immer eine ganz tolle Idee, mit einem vorgegebenen Thema etwas zu machen. Meine Homepage habt ihr auch gesehen, da findet ihr immer wieder neue Informationen und natürlich auch die Anleitung, ist ganz klar. Den Kunden-Newsletter habe ich auch kurz erklärt, wenn ihr immer die aktuellen Informationen von Stampin' Up! Haben wollt, tragt euch einfach in meinen Newsletter ein. Und ansonsten gilt, ich bin sehr gespannt, wie diese Premiere jetzt läuft. Wie wir nebenher chatten, was für Fragen ihr eventuell noch habt. Ich bin da ganz offen. Das Video, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, weil ich drei Sequenzen quasi habe, das Intro, vier Sequenzen sogar, das Intro, den ersten Teil, den Einspieler mit der Bildschirmpräsentation und jetzt quasi das Ende des Videos, denke ich, wird das gesamte Video so ungefähr bei 20 Minuten rauskommen, 20, vielleicht 25 Minuten. Und während dieser gesamten Zeit des Videos werde ich auch in dem Chat dann da sein. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie es euch auch gefällt. Freue mich sehr darauf und ja, dann würde ich sagen, im November geht's los mit den Neuerungen und ich bin extremst gespannt darauf, wie euch das gefällt, was ich dann ab November verändere. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao!